LG Optimus F5 ist ja schon eine Art alter Bekannter. Wir hatten es ja schon mal ganz kurz gesehen auf dem Mobile World Congress im Februar in Barcelona. Jetzt ist es final, so sieht das Ganze dann jetzt aus und jetzt beschäftigen wir uns halt mal ein bisschen näher damit. Denn immerhin reden wir hier über ein LTE-Handy für 350 Euro jetzt zum Start, der Webpreis. Und verbindliche Preisempfehlungen lassen wir einfach mal dahingestellt sein. Und deswegen würde ich mal sagen, ist es auf jeden Fall mal einen Blick wert. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn hier die Rückseite, ich versuche das gerade jetzt mal so ein bisschen im Bild einzufangen, die ist wieder sehr schön gemustert, ähnlich wie schon beim Nexus 4, das ja auch von LG kommt bekanntlich. Jetzt zwar nicht unter einer Glasoberfläche mit so Pailletten, aber trotzdem ein sehr schöner Effekt, der sich hier so dann im Licht auftut. Ich hoffe, man kann das hier auch erkennen. Also das sieht schon mal sehr gut aus. Allerdings, wie gesagt, Kunststoff selbstverständlich, gar keine Frage. Hat dann aber auch den Vorteil, dass man die Geschichte abnehmen kann hier hinten. Und das hier ist die NFC-Antenne. Vor allen Dingen aber eben, dass man den Akku dann auch austauschen kann. Der ist allerdings gar nicht schlecht dimensioniert. Ob man den also so oft austauschen muss, muss man dann mal abwarten. 2150 mAh fasst der, was dann im Vergleich zur Displaygröße, da kommen wir gleich nochmal näher drauf zu sprechen, 20% über Durchschnitt liegt. Also 42,5 mAh pro Quadratmillimeter Display. Super Wert, top. Und das Display ist ja nochmal der größte Stromverbraucher. Von daher ist das ein Riesenvorteil. Wir können uns das ja auch mal ein bisschen aus der Nähe noch anschauen, wie das hier innen drin aussieht. Das hier sind die Kontakte, das Gegenstück zur NFC-Antenne hier in der Rückseite. Die Kamera schießt Fotos mit 5 Megapixel, naja, aber immerhin Videos mit Full HD. Das hier ist der Slot für die Micro-SIM-Karte und das hier ist das Wichtigste, die Micro-SD-Karte. Das heißt, hier kann ich dann eine Speicherkarte offiziell mit bis zu 32 GB reinstecken. Meistens gehen aber auch 64 GB problemlos. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Geschichte, weil ich dann hier insbesondere die Multimedia-Dateien auslagern kann. Allerdings kommen wir damit auch schon zum ersten Problem, nämlich dem internen Speicher. 8 GB fasst der und von dem bleiben dann ab Werk nämlich gerade mal 4,8 GB noch zur freien Verfügung übrig. Und das ist jetzt nicht allzu viel. Insbesondere dann, ich merke gerade, ich bin ein bisschen zu dicht drauf. So machen wir das mal. Wir wollen das Gerät insgesamt sehen. Also hier unten mit den Buttons und allem drum und dran. Ich gehe in der Zwischenzeit auch noch einmal ganz kurz hier rum, während ich erzähle, warum das ein Problem ist. Ich habe nämlich Android 4.1.2 als Betriebssystem und inzwischen weiß ja wohl hoffentlich auch der Letzte, dass ich seit Android 4 eben keine Apps mehr verschieben kann auf die SD-Karte. Das heißt, ich bin mit meinen 4,8 GB alleine gelassen für alles, was Apps betrifft, für Termine, Kontakte, Nachrichten, alles, was systemnah ist. Und da sind ja 4,8 GB heutzutage auch in der mobilen Welt nicht mehr allzu viel. Das heißt also, wir reden da über ein paar hundert Apps und gut ist. Und ich muss ja dann auch noch rechnen, dass ich eben halt Platz für meine anderen Geschichten brauche. Und das ist etwas, wo ich eigentlich mittlerweile schon fast der Meinung bin, eigentlich gehört sowas verboten. Das ist eine Fehlkonstruktion. Android 4-Gerät mit nur 8 GB internem Speicher, da sollte man eigentlich von Abstand nehmen, weil, wie gesagt, dieser interne Speicher einfach nicht einfach sehr knapp begrenzt ist. Also das ist so, als ob ich sage, ich baue zwar einen super Ferrari mit 1000 PS, aber eben anschließend nur mit einem Rasenmähertank. Was bringt das? Da komme ich nicht allzu weit mit, auch wenn es noch so Spaß machen mag bis dahin. Das ist einfach Quatsch. Es sei denn, man macht es wie Samsung, die haben ja gerade ein Update für das Galaxy S4 rausgebracht und damit ist es dann wieder möglich, Apps auf die SD-Karte auszulagern. Es klappt zwar immer nicht mit allen, das war aber auch schon vorher unter Android 2 so, weil manche eben halt so systemnah sind, dass das nicht funktioniert, aber mit den meisten und gerade auch so dicken Spielen, die ja viel Platz verbrauchen, klappt es ja in aller Regel und deswegen ist das viel wert. Und dann sieht man ja komischerweise, wenn der Hersteller mitspielt, dann geht es ja doch, es gibt da offenbar einen Weg, ohne das Gerät routen zu müssen, Apps wieder auf die SD-Karte zu schieben. Da kann man natürlich jetzt nur hoffen, dass alle anderen Hersteller schnellstmöglich nachziehen. Momentan ist es aber derzeit beim Optimus F5 nicht der Fall. Und das heißt, da muss dann jeder für sich selbst entscheiden, ob diese 4,8 GB interner Speicher tatsächlich dauerhaft ausreichen für alles, was er damit machen will.
Es gibt natürlich auch durchaus Positives zu berichten, vor allen Dingen vom Display her. Wenn man da beispielsweise sich mal hier Bilder anschaut, ich wische es nochmal kurz sauber, damit man auch wirklich das in voller Schönheit genießen kann, denn hier haben wir es mit einem IPS-Display zu tun. IPS kennen die meisten wahrscheinlich vom iPhone her. Das heißt, ich habe wirklich ein sehr gutes Blickwinkel. Jetzt habe ich natürlich durch die starken Reflexionen hier, wird es ein bisschen schwierig zugegebenermaßen. Also ich habe jetzt sozusagen simuliert die Außensituation mit viel Sonnenlicht und so weiter. Trotzdem, ich hoffe, man kann es dann im Video erkennen, eigentlich aus nahezu 180 Grad Winkeln immer noch einen sehr guten Blick auf den Bildinhalt. Starke Kontraste, also IPS ist da schon eine feine Sache und deswegen habe ich eine sehr hohe Anzeigequalität hier. Bei der Gelegenheit, wo wir schon beim Display sind, wir reden über 53 x 95 mm oder umgerechnet 109 mm in der Diagonale, das sind so 4,28 Zoll, also gerundet 4,3 Zoll in der Diagonale. Das ist jetzt nicht mehr riesig heutzutage, sogar ein bisschen unterdurchschnittlich, so 6% unter Durchschnitt, weil eben heutzutage redet man ja gern auch mal über 4,7, 5 Zoll. Das hebt den Durchschnitt natürlich nochmal an, aber 4,3 Zoll reichen ja locker. Vor allen Dingen ist das Gerät dadurch natürlich auch enorm handlich, 64 mm breit, 126 mm hoch und vor allen Dingen, ich rede jetzt mal von 9,3 mm flach. Wir haben hier ein bisschen an der Kante etwas weniger, 9,3, teilweise auch bis zu 9,7 mm hier hinten um diesen Bereich rum, aber so 9,3 größtenteils bei 131 Gramm übrigens. Das ist sehr handlich, sehr schmal, liegt dadurch sehr angenehm in der Hand. Also da reichen, glaube ich, den meisten eigentlich durchaus 4,3 Zoll aus als normales Smartphone, wenn ich jetzt nicht gerade exzessiv Multimedia, also insbesondere Videos vielleicht betrachten möchte oder Präsentationen. Da gibt es dann natürlich sehr viel größere auch, die dann geeigneter sind. Aber für den Hausgebrauch würde ich mal sagen, ist das eine absolut ausreichende Größe. Was die Schärfe betrifft, 540 x 960 Pixel, da kommen wir dann auf 103 Pixel pro Quadratmillimeter. Das ist nicht viel, hört sich zwar viel an, ist aber fast 30% unter Durchschnitt, 228 ppi, um die amerikanische Größe zu nennen. Und selbst wenn man dann sagt, ja, aber es ist ja günstig, 350 Euro nur derzeit im Web, bleibt es trotzdem immer noch 14% unter Durchschnitt, selbst wenn man dann diesen vergleichsweise geringen Kaufpreis berücksichtigt. Also das ist halt in dem Augenblick dann wirklich nicht das Schärfste. Auf der anderen Seite können wir ja durchaus mal noch näher rangehen. Ich hoffe, dass es man noch schön scharf alles erkennen kann. Also das hier ist das Menü, so sieht's aus. Nicht allzu große und allzu fette Schriften. Trotzdem, ich hoffe, man kann es erkennen, dass man dann einfach trotzdem auch diese Schriften problemlos lesen kann. Es ist jetzt, wie gesagt, kein rekordverdächtiger Wert und für Multimedia-Enthusiasten gibt es bestimmt Besseres, aber wie gesagt, für Otto-Normalnutzer reicht das doch vollkommen aus. Und wie gesagt, LTE, das ist natürlich jetzt der Clou an der ganzen Geschichte, dass man da nochmal, übrigens, ich kann hier auch mal ganz kurz das Menü zeigen und hier oben habe ich dann Anwendungen, Downloads, Widgets und vor allen Dingen hier darüber kann ich dann per Drag and Drop auch die einzelnen Icons verschieben und wenn ich hier unten mal auf die Optionstaste gehe in diesem Augenblick, ups, war das nicht so, Optionen, genau, da, dann kann ich hier auch beispielsweise sortieren, auswählen und auch sagen, bitte alphabetisch sortieren, das kann ich natürlich dann auch machen, also da ist alles da, was man eigentlich so braucht, da war LG ja auch immer gut dabei, was die Nutzerfreundlichkeit seiner Oberfläche betrifft, aber wie gesagt, LTE in allen drei wesentlichen deutschen Frequenzen, also 800, 1800, 2600 Megahertz, alle werden unterstützt und das ist natürlich dann schon mal ein interessantes Angebot für 350 Euro, ein LTE-Gerät, wobei ich mir dann immer denke, Mensch, LTE ist eine teure Geschichte heutzutage noch, da brauche ich ja meistens entsprechende Optionen oder sehr dicke Datentarife zumindest dabei, das ist ja eigentlich nichts für die Leute, die dann monatlich auf den Pfennig achten müssen und sich deswegen vielleicht auch nicht gerade unbedingt ein Smartphone aus dem mittleren Preissegment suchen, aber auf der anderen Seite
heute, wenn jemand sagt, im Prinzip reicht es mir ja aus, ich brauche halt nur gelegentlich dieses LTE. Wer weiß, ich will es nicht von vornherein verteufeln. Ich frage mich halt nur, wer da die Zielgruppe sein soll. Das darf ja noch gestattet sein. Aber was auch sehr interessant ist, Dual Cell heißt DPA, das heißt, der gleichzeitige Empfang aus zwei benachbarten UMTS-Zellen wird möglich. Dadurch wird die Downloadrate von 21 auf 42 Megabit pro Sekunde verdoppelt. Ganz ohne Zusatzkosten vor allen Dingen. Hat derzeit allerdings nur die Telekom flächendeckend im UMTS-Netz installiert. Vodafone ist nach eigenen Angaben so bei 68% der UMTS-Stationen, die da jetzt auf Dual Cell umgerüstet worden sind. O2 sagt, naja, an einigen neuralgischen Punkten wie Flughäfen, Bahnhöfen und so, und für E-Plus ist das Ganze natürlich gar kein Thema, derzeit zumindest. Also primär was für die beiden großen, Vodafone und T-Mobile wohlgemerkt, oder Telekom. Aber auf der anderen Seite macht es das natürlich richtig schnell. Deswegen ist das möglicherweise ja auch eine entsprechende Alternative für Menschen, die sagen, LTE brauche ich nicht, aber Dual Cell HSDPA ist interessant für mich. Ansonsten, wir hatten es ganz kurz schon mal oben, dieses Benachrichtigungscenter, was mir auf den ersten Blick aufgefallen ist, ist natürlich super praktisch, dass ich hier meine üblichen Funktionen, ich habe wieder Q-Slide, ich habe Q-Memo, da kann ich jetzt hier nicht näher drauf angehen, aber ist ja hoffentlich gemeinhin bekannt. Und vor allen Dingen, was ich wichtig finde, ist, dass man hier die Display-Helligkeit auch direkt hier regeln kann, ohne dass ich jetzt ein zusätzliches Icon irgendwo bräuchte oder in die Settings, in die Einstellungen springen müsste. Hier habe ich mein Benachrichtigungscenter. Aber kleiner Haken finde ich persönlich jetzt dieses Einstellungsmenü hier. Hierüber gelange ich in die Einstellung. Das finde ich jetzt arg klein. Also man muss da schon ziemlich genau das Ganze anvisieren, finde ich, um das zu treffen. Es ist natürlich jetzt auch großzügig dimensioniert von der berührungsempfindlichen Fläche trotzdem. Das fand ich früher hier oben rechts schön groß in der Ecke natürlich ein bisschen vorteilhafter. Das könnte man noch etwas optimieren, wie ich finde. Einstellungen, wie man es gewohnt ist, wie gesagt, Android 4.1.2, nicht die aktuellste Version, wie es aussieht mit dem Update auf 4.2, darüber liegen bisher noch keine Informationen vor. Und ansonsten, man erkennt, glaube ich, jetzt hier auch schon an diesem weißen Hintergrund, dass es jetzt ein ordentlich beleuchtetes Display ist, aber auch garantiert nicht das hellste. Also das ist jetzt ein weißer Hintergrund, erscheint jetzt in Natura eher so als, naja, ganz hellgrau vielleicht. Also das könnte schon ein bisschen kräftiger sein. Gerade im Freien brauche ich es dann ja entsprechend. Könnte aber auch damit zusammenhängen, man kann, das kann ich ja vielleicht auch nochmal ganz kurz abschließend zeigen, hier in den Anzeigeeinstellungen kann ich zwar die Helligkeit, aber eben nicht einen etwaigen Sensor ein- oder ausschalten. Das heißt, ich vermute mal, dass hier oben schon irgendwo auch ein Helligkeitssensor, wie das üblich ist, verbaut ist, den ich dann nicht ausschalten kann. Oder es ist gar keiner verbaut und dann bleibt es einfach hierbei. Aber je mehr Power ich habe, desto besser kann ich es natürlich dann draußen lesen. Insbesondere bei hellen Situationen, wie eben halt jetzt hier mit den Scheinwerfern. Je mehr Gegendruck sozusagen dann das Display mit seiner Helligkeit erzeugt, umso besser kann ich es dann draußen auch lesen, wenn es mal hell ist. Aber es geht, es ist wie gesagt ein Kompromiss und vor allen Dingen ein sehr handlicher und schicker, und dann wollen wir doch mal sehen, wie das Ganze dann anschließend beim Kunden ankommt. So, das glaube ich soll jetzt mal ausreichen. Zum Abschluss zoome ich noch mal kurz raus, dass wir das Gerät in voller Schönheit sehen können. So sieht es aus, das LG Optimus F5, ab sofort erhältlich, unverbindliche Preisempfehlung, wie gesagt 449 Euro, aktuell im Web ab 350 Euro ohne Vertrag zu haben.